Hey, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Nachdem wir im letzten Video uns Kerzencharts angeschaut haben und Kerzen im Einzelnen analysiert haben, um zu verstehen, was jeweils der Körper der Kerze aussagt, was die Wicks der Kerze aussagen und wie man eine Kerze im Ganzen interpretieren kann, packen wir nun mehrere von diesen Kerzen zusammen, um Trende zu bestimmen, um dann ganze Trende analysieren zu können, um so vielleicht die Richtung des Kurses in Teilen vorhersagen zu können. Schauen wir uns heute also an Aufwärtstrende sowie Abwärtstrende. Und dazu schauen wir uns jetzt ein sehr, sehr interessantes Beispiel an, was im British Pound Australian US-Dollar passiert ist, was du aber auch in jeglichen anderen Forex, Aktien, Kryptobewegungen überall wiederfinden wirst. Ja, das heißt, wir schauen uns hier einfach nur ein Beispiel an, was repräsentativ für alle anderen gelten sollte, was sehr, sehr schön ist, weil man dort extrem gut an diesem Beispiel alle wichtigen Punkte, die es gibt, um Trende zu verstehen, den Aufwärts- und den Abwärtstrend analysieren zu können und dann hinterher in die Praxis übergehen zu können. Dementsprechend würde ich sagen, starten wir rein nach dem Intro. Fangen wir also bei den Basics eines Aufwärtstrendes an. Schauen wir uns erstmal diesen aufgemalten Aufwärtstrend an. Ja, hier würde jeder direkt sagen, okay, es ist ein Aufwärtstrend, dieser ist sehr, sehr simpel. Jetzt gibt es aber wenige kleine Details, die zu beachten sind. Ein Aufwärtstrend würden meistens viele einfach nur beschreiben, dass Preise immer höher werden, beziehungsweise der Preis nach Zeit und Zeit einfach am Steigen ist. Dies ist jedoch nicht die einzige Regel, die ein Aufwärtstrend haben sollte, die ich für mich selber persönlich bestimmt habe. Wir brauchen hier ganz, ganz klare objektive Regeln, die wir festlegen, damit wir nicht beispielsweise hinterher emotional handeln, beziehungsweise hinterher am Markt dann uns doch nochmal fragen oder in Frage stellen, ob das nun wirklich ein Aufwärtstrend ist oder nicht. Und dafür brauchen wir super, super objektive Regeln. Und dazu habe ich mir vier hauptsächliche Regeln aufgestellt. Und diese vier Regeln sehen wir hier. Zum einen brauchen wir höhere Hochpunkte. Die haben wir hier beispielsweise gegeben. Ja, wir haben immer nacheinander aufeinanderfolgende höhere Hochpunkte. Die zweite Regel ist, wir brauchen höhere Tiefpunkte. Das heißt, wir haben hier einen Tiefpunkt, dort einen weiteren höheren Tiefpunkt, einen weiteren höheren Tiefpunkt und noch einen höheren Tiefpunkt. Die dritte Regel, schon meistens fast die wichtigste Regel, das letzte Hoch muss überschritten werden. Das heißt, wir hatten hier unser erstes Hoch. Wir hatten hier unser zweites Hoch, was ganz, ganz klar über dem letzten Hoch war. Das dritte Hoch, was wiederum über dem zweiten Hoch war. Und das vierte und natürlich immer so weiter. Das Gleiche gilt jedoch auch für die letzten Tiefs. Jedoch dürfen diese nicht durchbrochen werden bzw. unterschritten werden. Wir sehen hier beispielsweise, ich mache das Ganze nochmal kurz weg, auch die Punkte dabei. Wir sehen hier, dass wir in diesem Aufwärtstrend, wir gehen hoch, haben einen Pullback, weil hier beispielsweise Gewinne mitgenommen wurden, weil die Leute hier unten ausgestiegen sind. Nochmal eine andere Thematik. Wir steigen wieder nach oben. Und was jetzt nicht passieren darf, was eine effiziente Regel ist, damit wir wissen, wir sind noch in einem Aufwärtstrend und durchbrechen diesen nicht, dass hier das nächste Tief unter diesem Tief liegt. Das heißt, was nicht passieren dürfte, wo ich dann sagen würde, wir sind in meinen Augen nicht mehr in einem Aufwärtstrend, ist, als wenn dieses Tief hier wäre. Dann wären wir hier in meinen Augen unter den Aufwärtstrend gebrochen und wären hier nicht mehr im Aufwärtstrend. Wenn die Folge dann so weiterlaufen würde, kann man das natürlich anzweifeln. Jedoch brauchen wir diese objektiven Regeln, um natürlich hinterher unemotional zu werden und prinzipiell hier nach unseren Regeln zu handeln. Also, letztes Tief darf nicht durchbrochen werden. Und jetzt zeige ich euch nochmal einen anderen Trend und ihr sagt mir, ob dies immer noch ein Aufwärtstrend ist, weil dieser Trend nicht mehr so leicht zu identifizieren wird, jedoch mit diesen Regeln ganz, ganz einfach zu identifizieren ist. Und da sehen wir dann das wirkliche Potenzial, wenn man Regeln nutzt. Dieses Video ist gesponsert von XTB. XTB ist dein Forex-Aktien- oder Krypto-Broker des Vertrauens. Ich selber nutze XTB seit Jahren und war bisher immer sehr zufrieden. XTB hat ein super Angebot von Finanzinstrumenten. Ihr Broker ist mehr als übersichtlich, was mir persönlich extrem wichtig ist, weil ich diese Übersicht extrem gerne in meinem Trading habe. Und gleichzeitig verfügen sie noch über eine mobile App, was das Traden dann auch außerhalb von zu Hause oder beispielsweise auf Reisen sehr gut möglich macht und mir ebenfalls sehr, sehr viel Zeit erspart. Gleichzeitig bieten sie auch unglaublich günstige Konditionen an und haben kaum Kommissionen. Falls du also noch nach einem Broker suchst,
oder mit deinem aktuellen Broker nicht zufrieden bist, schau doch gerne mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir den Link zu XTB verlinkt und wenn du dich dort drüber über den Link anmeldest, bekommst du sogar noch eine kostenfreie Aktie beim Anmelden geschenkt. Vielen Dank an XTB fürs Sponsoren dieses Videos und weiter geht's mit den Trenden. Ja, und hier habe ich euch einfach mal ein Beispiel dazu aufgezeichnet. Ist dieses hier überhaupt noch ein Aufwärtstrend? Ist es ein Trend? Ist es kein Trend? Und hier kommen diese vier Regeln ja wirklich zum Vorschein. Gehen wir diese einfach mal von vorne nach hinten durch. Erste Regel, höhere Hochpunkte. Wir haben hier einen höheren Hochpunkt, dort einen höheren Hochpunkt. Der schaut nicht so wirklich nach einem höheren Hochpunkt aus. Dieser hier auch nicht. Der wiederum schon und der ebenfalls. Haben wir denn höhere Tiefpunkte? Ja, wir haben hier einen Tief, dort ein höheres Tief, das ist auch höher, auch das Tief ist höher, das Tief ist auch höher, das Tief ist auch höher und das auch. Das schaut schon mal ganz gut aus. Jetzt gehen wir die dritte Regel durch. Durchkreuzt das letzte Hoch, beziehungsweise das nächste Hoch, das letzte Hoch. Das heißt, wird das letzte Hoch überschritten. Wir haben hier das erste Hoch, da haben wir das zweite Hoch. Dann haben wir hier das nächste Hoch, weil dieses hier höher als das hier ist. Das heißt, wenn wir hier eine Linie zeichnen würden, wurde hier ganz, ganz klar überschritten. Genauso wie wir hier überschritten haben. Und hier haben wir das vierte Hoch, was ganz, ganz klar diese Linie überschritten hat. Das heißt, unsere Regel trifft hier auf jeden Fall intakt. Und jetzt brauchen wir noch die Regel 4, eine der wichtigsten Regeln. Das letzte Tief darf nicht durchbrochen werden. Also wir hatten gesagt, hier ist ein Hoch, da ist ein Hoch. Da ist ein Hoch und da ist ein Hoch. Und die Tiefs davor dürfen nicht unterschritten werden. Das heißt, wenn wir hier ein Hoch gemacht haben, dann darf der Pullback von diesem Hoch das letzte Tief, was hier war, nicht unterschreiten. Und da zeichnen wir jetzt einfach mal eine horizontale Linie ein. Das heißt, dieses Tief durfte nicht unterschritten werden vom nächsten Hoch. Das heißt, wir gehen hier über das nächste Hoch und wir sehen hier, wir wurden nicht unterschritten. Das heißt, wir können hier eine weitere horizontale Linie einzeichnen. Schauen wir uns dann das nächste Hoch an. Das nächste Hoch war hier und dieses Tief, ja, das unterschreitet wiederum nicht unsere letzte Linie. Und genauso sieht es beim letzten aus. Das heißt, wir haben hier intakte Regeln, das heißt, wir haben hier offensichtlich einen Aufwärtstrend und können so anhand dieser schönen oder strukturierten Linien, der strukturierten Regeln, hier super diesen Aufwärtstrend bestimmen. Das Gleiche gilt genauso umgekehrt für den Abwärtstrend. Und die Regeln schreibe ich jetzt nochmal umgekehrt auf. Ich zeichne auch nochmal einen Abwärtstrend auf. Nicht so wie basic wie den ersten Aufwärtstrend, sondern einen so ähnlichen Abwärtstrend. Dann schauen wir uns diesen Abwärtstrend genauso nochmal an. Und hinterher machen wir das Ganze an einem Beispiel, wie es auch im Markt passiert ist. Ja, hier sind meine vier Regeln dann nochmal umgekehrt für den Abwärtstrend. Und ihr seht ganz klar auf den ersten Blick wahrscheinlich schon, es sind die gleichen Regeln, nur umgekehrt. Das heißt, wir haben hier wiederum tiefere Tiefpunkte. Auch das zeige ich hier nochmal ganz, ganz kurz an. Wir haben hier den ersten Tiefpunkt, dann haben wir ein tieferes Tief. Das nächste tiefere Tief haben wir hier und dann wiederum das nächste tiefere Tief hier unten. Das heißt, wir haben tiefere Tiefpunkte und was wir noch brauchen, sind tiefere Hochpunkte. Ja, nach dem ersten Tief kam hier das erste Hoch. Dann haben wir hier das nächste Tief gehabt, das heißt, wir brauchen ein tieferes Hoch und das tiefere Hoch ist auf jeden Fall tiefer als das hier. Dann hatten wir hier unser nächstes tiefere Tief. Wir hatten hier das nächste tiefere Hoch. Man sieht, es ist knapp, aber es ist tiefer und dementsprechend ist es vollkommen in Ordnung. Und wir haben hier das nächste tiefere Hoch, das heißt, auch diese Regel ist intakt und wir können auf die Regel Nummer 3 gucken. Ja, das letzte Tief muss unterschritten werden. Eben im Aufwärtstrend war es, das letzte Hoch muss überschritten werden, jetzt muss das letzte Tief unterschritten werden. Und das schauen wir uns wieder an, das heißt, wir haben hier unser erstes Tief, das muss vom nächsten Tief unterschritten werden, damit unser Abwärtstrend intakt bleibt. Ja, zum einen wird es hier einmal unterschritten, dann gehen wir wieder hoch, ja, und das nächste Mal, dass es dann wieder unterschritten wird, schauen wir weiter, ist hier unten, das heißt, in der Zwischenzeit wurde das letzte Hoch, was ganz, ganz wichtig ist, hier nicht durchbrochen. Sonst wäre der Abwärtstrend hier nicht mehr intakt. So haben wir aber hier Regel 3 ganz, ganz schön. Und dann wurde das letzte Tief hier nochmal unterschritten. Schauen wir uns Regel 4 nochmal ganz, ganz kurz an. Letztes Hoch darf nicht durchbrochen werden. Hier gehen wir wieder auf die Tiefs ein. Das heißt, wir schauen uns das Tief an, gehen nach oben. Hier ist das Hoch. Das hat nicht dieses Hoch hier oben durchbrochen, nach oben hin. Dann gehen wir auf das nächste Tief. Auch dieses Hoch hat nicht das letzte Hoch, was hier ist. Ja, das wurde nicht durchbrochen.
Wir können auch wieder hier die gleichen Linien anzeigen. Vielleicht ist das für Anfänger ein wenig einfacher. Das heißt, wenn wir hier eine Linie haben und hier eine Linie haben, dann sehen wir, dass dieses letzte Hoch nach dem Tief im Abwärtstrend das letzte Hoch nicht überschritten hat, beziehungsweise nicht durchbrochen hat. Unser nächstes Tief kommt hier und das darf natürlich wieder nicht das letzte Hoch durchbrechen. Wir sehen, es ist knapp, es sind nur ein paar Pips, jedoch sehen wir auch ganz klar, es wurde nicht durchbrochen. Und das letzte Hoch ist dann natürlich hier und der Abwärtstrend wird dann beispielsweise so weitergehen können, solange diese vier Regeln intakt bleiben. So, das sind sehr, sehr schöne Regeln, die beachtet werden sollten und die sollte man vielleicht da drauf haben. Beziehungsweise es sind meine Regeln, die für mich immer sehr, sehr gut geklappt haben. Schauen wir uns das Ganze jetzt noch an einem echten Beispiel an. Dazu habe ich was sehr, sehr Schönes rausgesucht, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ja, schauen wir uns das Ganze am British Pound Australian Dollar ein Wochenchart an. 2012, 2013, 14, 15 werden wir hier alle ein wenig besprechen und wir sehen hier erstmal einen Chartverlauf, wo wir hier einen parallelen Abwärtstrend hatten, wo ich jetzt aber erst später drauf eingehen möchte. Ich möchte jetzt erst einen schönen Aufwärtstrend zeigen und präsentieren, wie das dann wirklich abläuft. Und wir sehen hier, dieser parallele Abwärtstrend wurde hier gebrochen. Das heißt, wir gehen hier entweder in einen Aufwärtstrend über, der sich direkt bildet, oder wir könnten beispielsweise auch eine Seitwärtsphase hier anstreben. Beides ist möglich, es sind noch andere Sachen möglich, aber wie wir hier sehen, sind wir in einen Aufwärtstrend anscheinend reingekommen. Und den möchten wir mal kurz analysieren. Das heißt, wir hatten hier das Tief in dem Abwärtstrend noch und danach sehen wir hier, ich blende das mal so ein bisschen aus, sehen wir hier, okay, wir bilden unser erstes Hoch. Darauf folgt unser erstes höhere Tief. Dann besagt unsere Regel natürlich, wir brauchen ein höheres Hoch wieder, damit unser Aufwärtstrend intakt bleibt. Dies geschieht hier. Dann darf unser nächstes Tief wiederum nicht unter das letzte Tief fallen. Und dementsprechend haben wir hier unser nächstes Tief. Das nächste Mal, wo wir dieses Hoch signifikant überschreiten, haben wir hier unser nächstes Hoch, was natürlich auch höher ist. Dann haben wir, Entschuldigung, dann haben wir hier unser nächstes Tief, beziehungsweise jetzt ist natürlich die Frage, ob das hier unser nächstes Tief war oder ob wir unseren Aufwärtstrendstrich hier nach ganz oben hinzuziehen. Ich würde sagen, das hier ist unser letztes signifikantes Tief, hat auch was mit dieser Kerze hier zu tun, die schon sehr, sehr weit nach unten gefallen war und dann hinterher noch relativ bullisch geendet ist, was in einem Aufwärtstrend ein bullisches Signal war. Dementsprechend haben wir hier dann unser nächstes Hoch und wir blenden das hier mal so aus und jetzt schauen wir natürlich weiter, okay, wo ist unser nächstes Tief? Unser nächstes Tief darf natürlich nicht unser Tief vom letzten Hoch unterschreiten, was hier war, weil dann ist unser Aufwärtstrend nicht mehr intakt. Und wenn wir jetzt weiter gucken, es wurde kein neues Hoch gebildet, sondern wir sind hier dann auf jeden Fall durchschritten. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was passiert, wenn wir das letzte Tief dann durchschritten haben, ja? Wir steigen noch mal kurz an, wie wir sehen, und dann sind wir gnadenlos wirklich abgefallen. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir sind hier unterschritten, dann könnte man ja sagen, es könnte passieren, dass wir hier in den Abwärtstrend gerutscht sind. Und dann schauen wir mal nach. Das heißt, wir hatten hier auf jeden Fall einen starken Abfall, hatten hier ein tieferes Hoch, ja, das hier war unser erstes Hoch, das tiefere Hoch, unser erstes Tief. Was wir jetzt erwarten, ist ganz klar, dass wir unter das letzte Tief fallen, dementsprechend unter dieses Tief. Und dann schauen wir mal, ob das passiert. Wir sind hier auf jeden Fall schon mal drunter gefallen, haben dann ein weiteres Hoch gebildet, fallen dann hier zum nächsten Mal unter das letzte Tief, ein wiederum tieferes Hoch. Und dann sehen wir hier im Vergleich, wurde hier kein tieferes Tief gebildet. Ja, es wurde aber wiederum ein höheres Hoch gebildet. Das heißt, hier wurde unser Abwärtstrend dann wieder gebrochen. Jetzt ist die Frage, wie sich der Markt entwickelt. Und wie wir jetzt hier sehen werden, da ich den Trend bereits kenne, ist, dass wir so einen kleinen parallelen Kanal schon mal einbauen können, weil es hier eine relativ lange Seitwärtsphase dann in meinen Augen angenommen hat. Wir sehen hier, der Kurs bewegt sich sehr, sehr lange in diesem Bereich. Ja, er geht mal wieder hoch, er geht mal wieder runter, aber wir können keinen richtigen Trend erkennen. Und ich persönlich trade nicht gerne in Seitwärtsphasen. Ja? Wenn die sehr, sehr volatil sind, kann man die auch ausnutzen. Ich trade aber lieber mit dem Trend. Bedeutet, in einem Aufwärtstrend trade ich long und in einem Abwärtstrend trade ich short. Ich werde nicht in einem Aufwärtstrend
Shorten. Dies hat aber noch was mit den Zeitzonen, beziehungsweise nicht mit den Zeitzonen, mit den Zeiteinheiten zu tun. Der übergegebene Trend bestimmt den untergegebenen Trend. Ja, das heißt, der Wochentrend, der bestimmt, was auf dem Tageschart passiert, und der Tageschart, der bestimmt so ein wenig, was auf dem 4-Stunden-Chart passiert. Dementsprechend muss man da tiefer in die, wie soll ich sagen, in die Teilzeiteinheiten hineinschauen, um seine Trades richtig zu platzieren. Dazu kann ich auch mal ein Video machen, das heißt, wir können uns auch mal die unterschiedlichen Zeiteinheiten, wie wir haben, wie wir hier links oben haben, Wochenchart, Tageschart, 4-Stunden-Chart, 3-Stunden-Chart und so weiter, alle anschauen, und dann kann ich erklären, wie ich handle, wie ich gerade bei Trenden handle, wenn beispielsweise der Wochenchart einen klaren Aufwärtstrend zeigt, der Tageschart aber gerade einen klaren Abwärtstrend zeigt, wie man dann beispielsweise gut handeln kann. Das können wir in einem nächsten Video besprechen. Das Ganze geht hier dann wieder in so eine, ja, parallele Aufwärtstrend-Seitwärtsphase über. Wir sehen hier auch wieder so ein wenig Seitwärtsphase in meinen Augen. Ist nicht wirklich schön zu, ja, zu traden, aber was will man machen? Auf jeden Fall konnte man hier sehr, sehr gut ersehen, wenn man diese vier Regeln, diese vier persönlichen Regeln von mir, meine objektiven Regeln einhält, dann kann man sehr, sehr gut diese Aufwärtstrende hier handeln. Und ich würde sagen, das beschreibt ganz gut das Thema Aufwärtstrend und Abwärtstrend. Jetzt solltet ihr verstanden haben, was das Ganze bedeutet. Falls ihr es noch nicht verstanden habt, schaut das Video einfach nochmal. Ihr könnt verstehen, wie so ein Aufwärts- und Abwärtstrend sich bewegt. Und dementsprechend sehen wir uns im nächsten Video. Da habe ich natürlich auch wieder was Schönes für euch geplant. Bis zum nächsten Video und ciao.